Kraft entscheidet. Präzision gewinnt. Gesucht wird Deutschlands bester Sportholzfäller. Deutsche Meisterschaft der Stihl Timbersport Series wird Ihnen präsentiert von Heizomat. Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, 35 Kilometer nördlich von Leipzig. Die Stadt mit 45.000 Einwohnern liegt im Naturraum Bitterfelder Bergbaurevier. Im Westen des Stadtgebietes der Gottsche See. Bis in die 90er Jahre wurde hier Braunkohle abgebaut. Heute, nach der Flutung, ist ein idyllisches Naherholungsgebiet entstanden. Das ist die Kulisse für die diesjährige Deutsche Meisterschaft der Stihl Timbersport Series. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Insgesamt werden die 10 besten deutschen Sportholzfäller in 6 Disziplinen gegeneinander antreten. Diese Meisterschaft ist zugleich der nationale Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft in Lillehammer Anfang September. Rollentausch am Vortag. Dirk Braun, amtierender deutscher Meister, betrat ungewohntes Terrain, als er seine Arbeitsgeräte mit denen eines Journalisten tauschte. Auch die anderen Besucher konnten hautnah erleben, wie viel Kraft, Schnelligkeit und Präzision für die Disziplinen der Stihl Timbersport Series nötig sind. Anfassen und ausprobieren. In der Stihl-Erlebniswelt wurden die neuesten Produkte vorgestellt und auch die Nachwuchsathleten kamen voll auf ihre Kosten. Dann wird es ernst. Der Tag des Wettkampfes. Akribisch werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Das Holz wird angezeichnet, die Blöcke eingespannt. Und Sportholzfällen begeistert. Welcher Athlet liegt in der Gunst des Publikums vorne? Vom Danny Martin, das ist mein Enkel. Und er feuert die Ormade richtig an, dass er was anständig schafft. Und seitdem sind wir natürlich auch Fans von dieser Sportart und natürlich ganz speziell von Robert Ebner. Oh ja, und wir wollen gerne mal Dirk Braun live sehen. Dirk Braun, amtierender Deutscher und Europameister. Robert Ebner, dreifacher Deutscher Meister und Vize-Weltmeister 2010. Sie wissen, worauf es ankommt. Die Technik steht in allen Disziplinen im Vordergrund, wie du den Hebel ausnutzt, wie du den Schwung holst. Besonders auf Kraft kommt es natürlich bei allen Axtdisziplinen an. Weil man eben mit einer 3 Kilo schweren Axt hacken muss und da auch ein gewisses Maß an Ausdauer mitbringen muss. Ich komme ja aus dem Kraftsport und es hat mich schon am Anfang ein bisschen behindert, weil die Muskulatur eben nicht dafür ausgelegt war, schnell kräftig zu arbeiten. Und das muss ich schon ein bisschen umtrainieren. Und das hat geklappt. Seit 2003 gehört er zusammen mit diesen neuen Athleten zu Deutschlands besten Sportholzfällern. Springboard ist die erste Disziplin. Kraft und Technik sind hier gefragt, aber auch Koordination und Geschicklichkeit. Vor über 4000 Besuchern betraten Matthias Thoma und Peter Bauer die Bühne. Der 32-jährige Peter Bauer ist zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften dabei. Matthias Thoma bereits seit 2002. Er beginnt mit seiner Lieblingsdisziplin. Zunächst wird ein sogenanntes Pocket in den Stamm geschlagen und das erste Springboard eingeklemmt. Schon sehr, sehr viel Geschicklichkeit ist hier gefragt. Es geht nämlich sofort eine Etage höher. Bauer aus dem bayerischen Schmündmühlen, den sehen wir gleich rechts im Bild, hat einen minimalen Vorsprung. Er steigt als erster auf das nächste Springboard. Thoma stammt aus dem bayerischen Nordholz. Sein größter Erfolg war der 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2002. Bei dem mittlerweile fast gleich auf. Jetzt muss dann oben noch der aufgesetzte Holzblock durchgeschlagen werden. Laut Regelwerk muss das Holz von beiden Seiten bearbeitet werden. Und jetzt ist entscheidend, wer schafft es? Auf der rechten Seite fällt der erste Block. Peter Bauer gewinnt mit 1,2657. Beide mit persönlicher Bestleistung. In der nächsten Paarung startet mit dem Routinier Wolfgang Kraus ein Jubiläum. Ja, es ist mittlerweile meine 8. deutsche Meisterschaft. Und natürlich heute an meinem 40. Geburtstag ganz was Besonderes. Schauen wir, wie es heute läuft. Ja, da schauen wir ganz genau hin, ob er sich ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen kann. Kraus ist ja deutscher Vizemeister 2010
hofft natürlich, dass er diesen Triumph wiederholen kann. Wir sehen ihn hier auf der linken Seite, sein Kontrahent Dengler, auch nur ein Jahr jünger, Maschinenbautechniker, ist schon jetzt dabei, das zweite Springboard zu setzen. Kraus auf der linken Seite steigt hoch, gemeinsam jetzt auf Augenhöhe mit Dengler. Es wird sich entscheiden, oben am Block, wer ihn zunächst als erster durchtrennen kann. Ein hauchdünnes Rennen zwischen Kraus auf der linken Seite und Dengler auf der rechten Seite. Wieder mal wird es so sein, wie so oft bei dieser Sportart, dass vielleicht ein Schlag entscheidet. Jetzt hakt hier bei Kraus auch noch die Axt, noch zwei, drei Hiebe. Kraus schafft es. Er macht sich das Geburtstagsgeschenk selber. Seine Zeit 1:14,74, die von Dengler 1:18,97. Nochmal tolle Bilder in der Slow Motion. Sehen Sie gleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Top-Favoriten Robert Ebner und Dirk Braun. Die deutsche Meisterschaft der Stihl Timbersport Series wird Ihnen präsentiert von Heizomat. Und wir sehen gleich das Duell der Giganten. Hier Robert Ebner gegen Dirk Braun. Zwei Top-Athleten dieser Sportart, der Kampf der Giganten, und beide sind absolute Top-Favoriten. Robert Ebner, 27 Jahre, dreifacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister 2010. Dirk Braun, 42 Jahre, vierfacher deutscher Meister, zweifacher Europameister. Das Holz wirbelt bei beiden nur so durch die Luft. Braun, der war als erster auf dem ersten Trittbett, aber jetzt auch auf dem zweiten. Dirk Braun sehr, sehr weit oben. Robert Ebner bearbeitet oben schon den Block. Beide sehr, sehr eng beieinander. Robert Ebner oder Dirk Braun. Heftige, heftige Schläge. Sie sehen in den Gesichtern der Athleten, wie viel Kraft und Energie da reingelegt wird. Viel Technik bei Dirk Braun, der die Axt jetzt auch kürzer greift, um präziser schlagen zu können am Ende. Aber trotzdem Robert Ebner mit 52,76 Sekunden vorne. Beide Favoriten werden ihrem eigenen Anspruch gerecht, bleiben unter 55 Sekunden und damit gehören sie zur absoluten europäischen Spitze. Da sitzt jeder Handgriff bei Ebner am Ende. Seine Topzeit wird von ihm selbst natürlich bejubelt. Ein sehr, sehr fachkundiges Publikum und daher wird diese Leistung von Robert Ebner natürlich auch von den vielen tausend Fans bejubelt. Robert Ebner kriegt für die beste Zeit 10 Punkte, übernimmt damit auch die Tabellenführung. Dirk Braun knapp dahinter, auch in der Zeit war er nur ganz knapp dahinter. Wolfgang Kraus im Moment auf der dritten Position. Für die zweite Disziplin, die sogenannte Stocksaw, werden bereits 40 cm starke Holzstämme hereingerollt. Mit einer handelsüblichen 7 PS starken Stielmotorsäge müssen zwei Scheiben, sogenannte Cookies, abgesägt werden. Ein Abwärts- und ein Aufwärtsschnitt in einem 10 cm Bereich. Danny Martin links und Markus Dengler rechts sind die ersten, die es versuchen. Martin ja zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften dabei. Dengler mit 39 schon ein Routinier. Dengler in Führung und gewinnt mit 12,49 Sekunden. Bei Martin scheint es ein paar Probleme zu geben. Da gab es Probleme mit den Fingern, also alle Finger müssen über der Linie sein beim Startkommando, das müssen wir nochmal nachkontrollieren. Ja. Damit alles regelkonform über die Bühne geht, gibt es das Timing- und Videocontrol-System. Im Hintergrund beobachtet die Jury mit Highspeed-Kameras jeden einzelnen Handgriff. Das könnte jetzt Danny Martin zum Verhängnis werden. Alle Finger müssen vor dem Startsignal hinter einer Markierung liegen. Die Jury hat entschieden, Danny Martin wird für diese Disziplin disqualifiziert. 0 Punkte für den Nachwuchsathleten. Die nächste Paarung. Robert Ebner, Favorit in diesem Heat, auf der linken Seite gegen Peter Bauer auf der rechten Seite. Peter Bauer, 32 Jahre alt, zum ersten Mal dabei. Letztes Aufwärmen. Mit dem Schuss geht es los. Beim Abwärtsschnitt sind beide gleich auf. Bei der Aufwärtsbewegung schauen wir ganz genau hin. Da sehen wir auf der rechten Seite kleiner Vorsprung für Peter Bauer. Frage, kann er das schaffen? Er schafft es. Das ist eine Riesenüberraschung mit einer Bombenzeit. 12,38. Bestzeit für Peter Bauer. Überragend. Ebner, der eigentliche Favorit, mit einer eher mittelmäßigen Zeit. Damit fällt er im Gesamtklassement zurück. In der Slow Motion konnten wir das nochmal sehen. Und Ebner ist natürlich unzufrieden mit dieser Leistung. Das nächste Duell. Dirk Braun und Wolfgang Kraus sind die nächsten. Braun könnte sich mit einer guten Leistung an die Spitze der Gesamtwertung setzen. Braun, zweifacher Europameister. Kraus, fünfter Platz bei der EM 2008. Braun nutzt seine Chance. Ja oder nein? Die Frage werden wir gleich beantworten. Die letzten Zentimeter. Braun führt. Blick sofort an die Uhr. Und das ist eine gute Zeit.
Ob die reicht, um das zu gewinnen? Nein, tut es nicht. Peter Bauer mit 12,38 Sekunden vorne vor Markus Dengler und auf der dritten Position Dirk Braun. Aber das müsste für Dirk Braun reichen, sehen wir jetzt. So ist es, um die Gesamtführung zu übernehmen. Er hat 17 Punkte, verfolgt von Markus Dengler, einen Punkt dahinter. Und Robert Ebner mit 14 Zähler auf der dritten Position. Die dritte Disziplin, Standing Block Chop. Es gilt, einen senkrecht verankerten Holzblock seitlich zu durchschlagen. Europäische Spitzenzeiten liegen so um die 20 Sekunden. Das erste Duell. Matthias Thoma gegen Ralf Dengler. Ralf, der ältere Bruder von Markus Dengler, 47, aus Widdern bei Heilbronn, war Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft 2002. Wir sehen ihn hier auf der rechten Seite. Wie präzise die Axthiebe sein müssen, zeigen uns beide Athleten und wie kraftvoll der ganze Körper arbeitet. Dann gibt es den Positionswechsel. Auch hier muss von beiden Seiten gearbeitet werden, um ihn dann am Ende zu durchtrennen. Das gelingt Ralf Dengler mit 31,15 Sekunden. Er gewinnt diesen Heat. Matthias Thoma, 36,49 seine Zeit. Wenige kraftvolle Schläge durchtrennen den 30 cm dicken Stamm. Ralf Dengler ist sichtlich zufrieden. Das nächste Duell, Danny Martin gegen Peter Bauer. Danny Martin, 24 Jahre jung, Bauer 32 Jahre alt, Zimmerer aus Schmiedmühlen. Erster Platz beim Rookie Cup 2009, da hat er sein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Er legt sein ganzes Körpergewicht in jeden Schwung hinein. Enorme Kraft, Ausdauer und Präzision sind hier von den Athleten gefragt. Bauer gewinnt mit 31,66 Sekunden, zeigt die Siegerfaust in der Slow Motion nochmal. Danny Martin, 34,13 Sekunden seine Zeit. Jetzt Wolfgang Kraus, 40 Jahre alt, gegen Stefan Stark. Der ist schon 47 Jahre alt, aber immer noch ganz vorne mit dabei in der Stihl Timbersport Series. Die Axt, haben wir gerade gesehen, wird natürlich gehegt und gepflegt von den Athleten, die hier komplett gefordert sind. Nicht nur das Hineintreiben der Axt, sondern auch das Lösen, ganz, ganz entscheidend, um gute Zeiten zu erreichen. Noch zwei, vielleicht drei Schläge, ganz, ganz eng zwischen Kraus und Stark. Kraus gewinnt. Seine Zeit 29,06, 30,29, die von Stark. In der Slow Motion sehen wir, dass beide am Ende nur ein einziger Schlag trennt. Hauchdünn dieses Duell der beiden. Shake hands, faire Sportsleute. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auf Augenhöhe begegnet auf diesem Niveau. Robert Ebner betritt jetzt die Bühne. Er möchte natürlich den Titel, aber dafür muss er seinen stärksten Konkurrenten besiegen. Und der heißt wie so oft Dirk Braun, der amtierende deutsche Meister. Beide mit einer herausragenden Technik und auch mit herausragender Kraft. Schön zu sehen, hier sozusagen im Gegenschnitt, fast synchron die Arbeit. Ebner auf der linken Seite wechselt als erster die Position. Ganz präzise seine Schläge, genau auf die Markierung, die sich beide Athleten vorher gesetzt haben. Braun scheint mir leicht zu führen, aber Ebner auf der linken Seite gewinnt fast emotionslos seine Reaktion. Aber er weiß natürlich, was er da geleistet hat. Schlägt Dirk Braun in dieser Disziplin. Auch die beiden mit Shake Hands. Unglaublich. Seine Zeit 21,50. Europäische Spitze. Dirk Braun fast 6 Sekunden dahinter auf der zweiten Position. Wolfgang Kraus Dritter in der Gesamtwertung. Dirk Braun noch leicht in Führung. 2 Punkte Vorsprung vor Robert Ebner. Ebner, der mächtig Druck macht jetzt, und Wolfgang Kraus auf dem dritten Platz mit 19 Zählern. Weiter geht es mit der Disziplin Single Buck. Markus Dengler und Danny Martin, pure Muskelkraft an der 2 Meter langen Säge, sind jetzt gefragt. Wir blicken in die Augen von Markus Dengler, der stark startet und versucht, jeden Zahn der Säge zum Einsatz zu bringen. Da wird gesprüht, damit die Säge besser arbeiten kann. Aber im Hintergrund Danny Martin, der ist richtig schnell. 14,71 Sekunden. Persönliche Bestzeit. Er hat sich sehr intensiv vorbereitet auf diesen Wettkampf mit den Besten der Szene. Dirk Braun und Robert Ebner sind zwei sehr gute Trainer. Ich durfte das auf jeden Fall genießen, dass ich sehr viele Tipps von den beiden erhalten habe. Vielleicht kann er sich jetzt noch ein paar Tricks abgucken. Ein erneutes Gipfeltreffen steht an zwischen Dirk Braun und Robert Ebner.
Dirk Braun wird gleich auf der linken Seite zu sehen sein. Robert Ebner auf der rechten. Puste nochmal durch. Dirk Braun links und mit einem Schritt nach hinten wird Schwung genommen. Hauchdünnes Duell. Beide gleich auf. Sägen etwa im selben Rhythmus. Hier entscheiden Zehntel. Dirk Braun hat leicht die Nase vorn oder etwa nicht. Doch, da fällt es zuerst. 12,14 für den Forstwirt aus Nordrhein-Westfalen. Ebner nur ganz, ganz wenige Zehntel dahinter. Mit dieser Bestzeit gelingt es Braun, seinen Vorsprung auszubauen. In der Gesamtwertung werden wir das gleich sehen. 12,14, Bestzeit in der Disziplin, damit 10 Punkte, 36 Zähler jetzt in der Gesamtwertung. 3 Punkte Vorsprung vor Robert Ebner. Wolfgang Kraus mit 25 Zählern weiter auf der dritten Position. Die nächste Disziplin steht an, Underhand Chop. Dabei steht der Athlet auf einem 32 cm dicken Stamm und muss den durchschlagen mit einer Axt, logischerweise. Der Block muss von beiden Seiten bearbeitet werden. Die ersten Jungs, die es probieren, sind Peter Bauer und Markus Dengler. Peter Bauer sehen wir links, Markus Dengler auf der rechten Seite. Auch dabei natürlich wieder Dynamik, Kraft und vor allen Dingen Kraftausdauer gefragt. Dabei darf die Präzision nicht vergessen werden, denn wo die Schläge platziert werden, ist ganz, ganz entscheidend für den Erfolg. Klasse Zeit hier von Peter Bauer, 30,81 Sekunden. Markus Dengler arbeitet immer noch, er braucht 38,42 Sekunden. Und ist damit sichtlich unzufrieden. Das nächste Duell. Danny Martin, 24 Jahre jung, gegen Dirk Braun, 42. Die Jungs werden sicherlich hier um Zehntel kämpfen. Beide stark in der Disziplin. Der erfahrene Dirk Braun gegen den jungen, nachdrückenden Danny Martin. Dirk Braun auf der rechten Seite scheint mir leicht zu führen. Danny Martin, aber vielleicht nur einen, vielleicht sogar nur einen halben Schlag dahinter. Braun bleibt jetzt hängen. Das kostet natürlich Zeit. Jetzt ist er durch. 28,90 die Zeit von Dirk Braun. Aber ob das reicht, um Ebner hinter sich zu halten, da ist er sich, glaube ich, auch nicht ganz sicher. Und Robert Ebner, jetzt der Nächste auf der Bühne im Duell mit Matthias Thoma. Die ersten zwei, drei Schläge erstmal Platz schaffen, um die nächsten dann präzise setzen zu können. Dann der Sprungwechsel, da ist Koordination gefragt. Ebner sehen wir hier rechts vorne, der ist schnell unterwegs. Er braucht vielleicht noch zwei Schläge, einen, zwei, noch einen. Nein, auch er verliert zum Schluss noch mal ein bisschen Zeit. Trotzdem Spitzenzeit von Robert Ebner. Und er weiß es natürlich. Der Mann, der dann immer so emotional wirkt, aber im Inneren natürlich brodelt vor Freude. Seine Klassezeit 25,67 schlägt Dirk Braun in dieser Disziplin. Stefan Stark mit einem guten dritten Platz in dieser Disziplin. In der Gesamtwertung 45 Punkte für Dirk Braun. Robert Ebner, zwei Zähler dahinter. Wolfgang Kraus und Stefan Stark gemeinsam auf der dritten Position. Wer wird deutscher Meister? Ebner oder Braun? Die Entscheidung fällt gleich an der Hotzau. Und das gucken wir uns nach der Werbung an. Die deutsche Meisterschaft der Stihl Timber Sport Series wird präsentiert von Heizomat. Hotsaw, die letzte und entscheidende Disziplin. Ein letztes Feintuning und die Hochleistungssägen stehen bereit. Drei Cookies gilt es von dem 46 cm starken Block abzusägen. Alle Schnitte müssen innerhalb eines 15 cm breiten Bereiches vollzogen werden. Wir beginnen mit Markus Dengler auf der linken Seite und Peter Bauer rechts. Die Bestzeiten in dieser Disziplin sind unter 6 Sekunden, aber da muss wirklich alles stimmen. Beide schmeißen nochmal ihre Sägen an, um sie aufzuwärmen, damit von Anfang an die optimale Kraft zur Verfügung steht. 60 PS haben diese Maschinen. Kettengeschwindigkeiten von ungefähr 240 Stundenkilometern werden damit erreicht. Erst ein Abwärtsschnitt, dann ein Aufwärtsschnitt. Aber hier sehen wir bei Bauer auf der rechten Seite Probleme. Links ist Dengler fertig mit einer tollen Zeit. Peter Bauer muss einen vierten Schnitt setzen, damit er nicht disqualifiziert wird. 8,42 die Zeit von Dengler. Und hier sehen wir nochmal, dass ein Cookie nicht komplett rund ist und ein vierter Schnitt notwendig ist für Bauer. 13,04 am Ende sein Ergebnis. Und jetzt der nächste Heat. Hochspannung, Stefan Stark, Wolfgang Kraus. Im Moment beide gemeinsam punktgleich auf Rang 3. Wer das Ding hier gewinnt, ist am Ende Dritter. Stark auf der linken Seite gegen Kraus auf der rechten Seite. Stark ist durch. 7,97 Sekunden. Neue Bestzeit in der Disziplin. Kraus geschlagen, wird am Ende sogar disqualifiziert, weil er über die Linie geschnitten hat. Und jetzt der alles entscheidende Heat. Braun gegen Ebner. Robert Ebner liegt 2 Punkte hinter dem Titelverteidiger. Dirk Braun, europaweit
mit einer der Besten in dieser Disziplin. Am Vortag hat er schon eine Bombenzeit hingelegt. Andere Vorzeichen bei Robert Ebner. Er tritt mit einer nagelneuen Maschine an. Statt Sponsoren zieht Hello Kitty seine Führungsschiene. Ich habe jetzt erst vor 2 Tagen meine neue Hot Saw bekommen und habe nicht viel Eingewöhnungszeit bekommen damit, weil es komplett anderes Handling ist. Und ich hoffe, dass es alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Keine Eingewöhnungszeit also für ihn, aber immerhin eine rosafarbene Katze als Glücksbringer. Mal schauen, ob es hilft. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Dirk Braun links, Robert Ebner rechts. Konzentrationsphase bei beiden. So schnell ist alles vorbei. Der erste Abwärtsschnitt. Riesenfehler hier schon bei Dirk Braun. Bei Ebner läuft es sehr gut. Er ist schon fertig. 6,64 Sekunden. Und Dirk Braun geschlagen. Er kann seinen Titel des deutschen Meisters nicht verteidigen. Ich wollte einen Sicherheitsschnitt machen, weil ich wollte auf keinen Fall verlieren heute hier. Und bin schon sehr enttäuscht. Also. Hier sehen wir nochmal den alles entscheidenden Fehler, der am Ende sogar zur Disqualifikation geführt hat. Im Herzschlagfinale erobert Robert Ebner den Titel des deutschen Meisters der Stihl Timber Sport Series 2012. Braun gelingt es nicht, seinen Titel zu verteidigen. Er kann aber trotz Disqualifikation in der letzten Disziplin den 2. Platz behaupten. Robert Ebner qualifiziert sich damit auch für die Weltmeisterschaft in Lillehammer. Und für die WM-Staffel sind außerdem Dirk Braun, Stefan Starke, Wolfgang Kraus und Danny Martin nominiert. Die Medaillen und Trophäen haben ihre Abnehmer gefunden. Robert Ebner aus dem bayerischen Ottelmannshausen ist deutscher Meister 2012. Er gewinnt am Ende mit 8 Punkten Vorsprung. Platz 2 geht an den Routinier Dirk Braun aus Winterberg. Stefan Stark aus Gramschatz wird am Ende Dritter. Ich habe 4 Disziplinen gewonnen. Von 6 und ja, es hat mich sehr gefreut. Und bei Singleback 2, da hätte auch ein bisschen schneller gehen können, aber ja, sehr zufrieden. Wenn ich so mit der Form zur Weltmeisterschaft gehe, mit den Zeiten, müsste normalerweise gut gehen. Jetzt kann die Party beginnen. Wir verabschieden uns von Bitterfeld und freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer. Bis dahin ist gar nicht so viel Zeit. Für die Athleten beginnt bereits die Vorbereitungsphase. Am 7. und 8. September geht es los. Die deutsche Meisterschaft der Stihl Timber Sport Series wurde Ihnen präsentiert von Heizomat.